Bei einem Frontalzusammenstoß wurden heute Mittag gegen 13 Uhr zwei Frauen schwer verletzt. Eine 79 Jahre alte Frau aus Stausebach kam mit ihrem VW Polo aus Richtung Kirchhain und wollte links nach Rauscholzhausen abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen entgegenkommenden Corsa. Die 20-Jährige aus dem Ebstorfer Grund bremste noch, konnte den Zusammenstoß aber nicht verhindern. Die Fahrzeuge prallten frontal aufeinander. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Autos etliche Meter auseinandergeschleudert. Die Wehren aus Rauscholzhausen, Ebstorf und Dreihausen waren mit rund 25 Kräften vor Ort und konnten die verletzten Frauen leicht aus ihren Fahrzeugen retten, denn sie waren nicht eingeklemmt. Beide wurden ins Uniklinikum Marburg eingeliefert.